Blickpunkt Stadion am Uhlenkrug. Viel Tradition also und Nostalgie bei der Premiere von Trainer Argirios Giannikis, dem neuen Hoffnungsträger bei Rot-Weiß Essen. Achtelfinale der Westen-Niederrhein-Pokal. Stadtderby ETB Schwarz-Weiß gegen RWE, die Schwatten gegen die Roten, Oberliga gegen Regionalliga. Beide wollen da raus, beide aber mit Problemen, RWE mit den Größeren. Giannikis will erstmal Sicherheit und Stabilität. Klar, er setzt auf eine Dreierkette, variabel natürlich. Der erste Angriff Richtung Pröger. Solche Versuche sind am Anfang selten. Keine Mühe für ETB-Torwart Seifried. Gegenüber Ecke für die Gastgeber und ein erster Versuch von Marvin Ellmann. Dem Torjäger von ETB, der stürmte früher auch mal für den Gegner. Das Team von Trainer Manni Wölper mit gutem Start und auch mit guten Gelegenheiten. Hier ein Kopfball von Tsourakis, Ata Tsourakis. Ein klasse Kicker, aber nicht gerade ein Kopfballkönig. Dann Freistoß Kehrmann Richtung Ellmann und dann ist der Ball drin. Ein Schuss von Fechner, doch dieser Treffer zählt nicht, weil Ellmann im Abseits gestanden haben soll. Wölper hier unten jubelt vergeblich. Das Ganze vor 2750 Zuschauern. Eine halbe Stunde nun rum. Freistoß RWE, das macht Kapitän Bayer, das macht er gut und 0:1 durch Marcel Platzek. Da hat er viel Platz, der Platzek, das sehen wir gleich in der Wiederholung. Unbehindert kann der für RWE einköpfen, keine Chance für Torwart Seifried. Und dann geht es schnell, nächster Angriff für Rot-Weiß mit Pröger und 0:2. Kamil Bednarski, der erhöht für die Gäste. Ein Doppelschlag in 5 Minuten, womöglich schon die Entscheidung. Wenn es einen auffälligen Unterschied gibt in dieser Partie, dann die Effizienz. Zweite gute Gelegenheit für die Gäste. Zweiter Treffer nochmal Bednarski. Da braucht er nur den Fuß hinzuhalten. Und gleich der nächste Anlauf. Das sieht gut aus. Wieder Pröger, diesmal hoch, aber auch hoch von Bednarski. Beifall gibt es da an der Außenlinie, dann Freistoß, Kamil Bednarski, der hat übrigens mit den Schwatten schon mal gegen die Roten den Niederrhein-Pokal gewonnen. Das war 2010, übrigens mit einem Treffer von Bednarski. Zweite Hälfte, klar, die Schwarz-Weißen, sie bemühen sich jetzt zumindest um den Anschlusstreffer. Hier eine Ecke von Kehrmann, das ist die beste Chance, aber klasse gehalten von Torwart Lenz. Wir sind in den Schlussminuten. Die gefährlichsten ETB-Aktionen haben wir gesehen. Auf der anderen Seite nochmal der Regionalligist mit Timo Brauer und in der Mitte da rutschen Jansen, der Eingewechselte, und Bednarski an der Kugel vorbei. Und plötzlich nochmal Aufregung. Hier ein Foul von Marvin Ellmann an Benjamin Bayer. Dafür gibt es Gelb. Anschließend gibt es dann den hitzigen Debattierclub der beiden Stadtrivalen. Doch wenig später hat man sich wieder vertragen. Es bleibt beim 0:2. Nächster Pokalgegner für RWE ist Turu Düsseldorf. Der erste Schritt unter dem neuen Trainer der Rot-Weißen, der hat geklappt. Mal sehen, wie es weitergeht. Die Roten spielen nun in der Liga gegen Aachen. Die Schwatten erwarten Kronenberg.